dieses Kack für Bullen hier zu diesteln, abzuschütteln. Was allerdings sehr schwer wird, weil ich einfach... Wow. Wir müssen mit Team seine Rastersuche durchführen. Nein. Alle Verfolgereinheiten nach Bückmuster vorgehen. Sektor für Sektor, over. Quatsch. Nur drei Einheiten mit an letzter Position. Sucheinheiten bei mir sammeln, over. Verstanden. Weiter im nächsten Sektor, over. Wie geil, die aber einfach mal überhaupt keine... überhaupt nicht darauf achten, wo mal gerade die ganze Zeit geblitzt wird, weil... auf den Blitzern kann man die doch gut sehen. Ah, Alter, auf einmal ist da eine Straßensperre. Wo kommt die denn her? Die wollen mir alle verarschen, oder? Ja, wollen sie. Meine Fresse. Geht mir auf den Keks. Ey, ohne Scheiß, da steht, kommt ein Auto von mir vorne, auf einmal, bam. Ist mir einfach verarschen. Ist doch lächerlich. Ihr seid hier gefährlich, Alter. Nee, eigentlich nicht. Ihr habt es auf mich abgesehen, also muss ich mich verteidigen, ja. Ich fahre doch nur ein kleines bisschen zu schnell. Das ist falsch hier. So. Das ist mal von vorne, der will mich. Okay, ich dachte, der war mich, will mich klatschen, aber. Zentrale, fordere weitere Verstärkung an. Haben wir Rhino-Einheiten verfügbar? Alter, Rhinos, fick dich, ne? Ah, das sind die Fetten. Also nicht die Fetten, aber die. Ja, also doch schon Fetten. Die größeren da. Ich fahr schon wieder total falsch. Ich hab gebogen, scheiße. Achtung, alle Einheiten im Einsatzgebiet nach gesuchtem Fahrzeug fahren. Jedes passende Fahrzeug umgehend melden. Kommt man hier irgendwo hoch? Ja, wo? Man muss irgendwo hochkommen, weil... Mann, wie kommt man denn hier auf dieses scheiß Auto... Dings, Gebäude hoch hier, Mann. Weil oben drauf muss ein Auto stehen. Oder das steht draußen, aber ich sehe das hier nicht. Hä? Ey, jetzt bringt's mir eh nichts mehr. Ja, ich hab das Auto da leicht ange... Ditcht. Zentrale Verdächtiger ist wieder auf der Straße. Oh Mann. 10-4, Meldungen fortsetzen. Over. Vorne ist eine Straßensperre. Nett. Oder auch nicht. Ich hätte auch rechts vorbeifahren können, ich weiß nicht. Unterstützungseinheiten leiten Verkehr aus Einsatzgebiet um. Video. Und es war wieder so, dass es ach ja, es war wieder so schön, dass entweder ist diese Karre hier zwei Möglichkeiten so. Die Karre ist zu lahm für um von den Bullen zu verpissen, sich von den Bullen zu verpissen. Oder andersrum, die Bullen sind zu lahm, um auf meine Höhe zu kommen, damit ich die, ach, ich bin das einfach weg, um die halt, ja, umzuklatschen, sag ich mal. Alter, ich sehe nichts, danke, meine Fresse. Verstärkung auf Code 2, Hilfe für Leitung bei Sucher in Sektoren, over. Zentrale, Verdächtiger flieht weiterhin vor uns, brauchen einen Perimeter und müssen alle Straßen absuchen, over. Mach die den Motor aus, ich kann nichts machen, ne? Einheiten melden, Sektor Nord 10 ist nicht. Hier oben, aber ein bisschen hupen. Hi. Lexus oder was war das? Sieht so aus, ne, keine Ahnung, was das für eine Marke ist.
Lancia. Lancia. Whatever. So. So, dann kommt jetzt. Eine Stunde 7, alles klar. Lalala. Ich muss mal ein bisschen fahren, ja. Aber so lange nicht mehr. Jetzt kommt ein Bulle von vorne und will mich verfolgen. Dann kotze ich nämlich. Ne, hier vorne ist ja wahrscheinlich. Da. Hier um die Kurve dann. Ich gehe dann nämlich. Gleich. Da. Hier. Ja. Es gibt eigentlich drei Plätze, wo der steht, aber ich habe nur einen gefunden. Ich weiß gar nicht, wo der andere ist. Ich weiß gar nicht, wo die anderen sind, weil das ist der einzige, den ich auch kenne. So. Ah, der ist kaputt ein bisschen, egal. Und dann Most Wanted Wagen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ich sagen, wenn ich hier die Most Wanted Wagen einfach mal durchfahren soll, weil einfach mal so die Most Wanted und zum Schluss, wenn ich keine Most Wanted Rennen mehr haben sollte, dass ich dann erst die Autos mache oder ob ich da also natürlich will ich dann, wenn ich ein gut besseres Auto als das hier freigeschaltet habe mit Most Wanted Rennen, würde ich das selbstverständlich dann machen, aber wenn ihr keinen Bock habt, immer so Autos einfach nur so zu sehen, die ganzen Autos so zu sehen, weil das im Großen und Ganzen kein Unterschied ist. Ja, macht das. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Eine Hundsuche erforderlich. Das zum Beispiel geht ganz fix, wenn man, also auch allgemein auf dem Highway hier zu fahren. Scheiße. Ja, perfekt. Da kann man ganz gut die abhängen, vor allem wenn die einem entgegenkommen oder halt sehr langsam noch sind. Oder halt auch, wenn man ein Auto hat, was schnell genug ist, um vor dem zu flüchten, sag ich jetzt mal. Die Viper ist hier relativ schnell dafür. Schnell genug, würde ich sagen. Das Auto ist aber mal recht gut, ja, recht gut. Und da gibt es natürlich noch andere Autos. Bugatti zum Beispiel ist hier das schnellste Auto. Es gibt noch. Ups, ich sollte woanders nachfahren, egal. Es gibt auch noch andere. Es gibt auch noch ein anderes Auto, was ich ganz geil finde. Das fahre ich auch immer, weil es auch noch besser aussieht. Aber. Ah, nee, ich sollte gar nicht hoch. Okay. Aber das werdet ihr noch sehen, spätestens wenn wir genug Punkte haben für. Ups. Spätestens wenn wir genug Punkte haben für den Bugatti, dann sind wir ja in der Rangliste wieder ein aufgestiegen und dann sieht man ja auch den ersten. Deswegen. Ich werde den Namen jetzt aber mal noch nicht nennen, aber ich weiß gar nicht, wie viele ich noch brauche. Ups. Ich guck mal eben. Viele Punkte, die ich noch für den Bugatti brauche. Sammle 81.000 noch, Alter. Okay. Wir machen jetzt den. Ich weiß gerade gar nicht. Ich kann leider auch nicht runterscrollen. Das ist doof eigentlich. Ach, nee, hier kann ich auch nicht runterscrollen. Finde ich ganz doof. Eigentlich ein bisschen doof. Nee. Spielermeilensteine, Multiplayer-Fortschritt. Ja, Einzelspieler-Fortschritt. Ultimate Speedpack, was haben wir hier? Events gespielt, 14 Events gibt es hier, 14, also ja. Ein Most Wanted, 5 neue Wagen, 5 neue Kaname-Tafeln und gar nichts. Terminal gibt es ein bisschen mehr, sieht man schon. Noch 17 Sicherheitstore, 8 Radarkameras, weil da gibt es ja einen neuen Ort und so weiter und so fort, naja. Events, Autos, naja. Mal schauen. Aber ich kann hier leider nichts sehen. Ich wollte nämlich eigentlich gucken, was für ein Auto ich jetzt eigentlich gerade herausfordere. Der ist eigentlich ganz cool, aber das sehen wir ja eh jetzt. McLaren. Ach, der McLaren, der ist auch ganz nice. Ich weiß aber nicht, ob er schneller ist, deswegen. Ich werde den aber, glaube ich, dann demnächst machen. Der McLaren sieht auch, glaube ich, ganz nice aus. Deswegen, mal schauen. Erstmal kommt jetzt wieder ein episches Zusammenbauen. Oder so. So, ja, natürlich. Wow. Oh, ja.
So, hier kann man natürlich nicht die Rennen einfach so sich einfach cheaten, indem man das Auto zerstört. Das kann man ja ganz locker bei Simpsons machen, indem man einfach das Auto rammt oder mit dem Cheat das Auto rammt und dann explodiert es, dann fahren die nämlich nicht weiter. Hier kommt es natürlich wieder, selbst wenn es explodieren würde. Ja, aber es kann ja gar nicht. Ho. Alter, ich komme ja. Achso. So, wir fahren aber mal gerade. Oh, Alter. Mega knapp vorbei, ne? So, ho. Ich gucke immer auf die Karte und wenn ich dann wieder hochgucke und sehe da ein Auto, was vor mir ist, was von vorne kommt, so, das ist immer kacke. Okay, ich fahr mal eben hier. Süße Dings, da stehen zwei Autos auf der Straße. Leichtbau Chassis Pro habe ich jetzt.